Für vieles gibt es eine Fernsehsendung. Mit Blick aufs Erzgebirge ist das die Bergzeit. Zum Wochenstart sind diese Themen mit dabei. Spielzeug macht Ferien. Neue Ausstellung in Stolberg. BPA macht Rückzieher. Betreiberwechsel in Annaberg-Buchholz. Und Frühling macht Laune. Gereimte Worte zur Jahreszeit. Glück auf! Wie die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz am vergangenen Freitag mitteilte, sind in den 3 Wochen davor 205 ukrainische Flüchtlinge, davon 73 Kinder, durch die Stadt registriert worden. Die Zahl der bereits Untergekommenen sei dabei jedoch noch höher, da Registrierungen auch vom Landkreis direkt vorgenommen werden. Bis Freitag waren rund 1600 Flüchtlinge im gesamten Erzgebirgskreis offiziell erfasst. Eine ukrainische Schulklasse wurde in Annaberg-Buchholz gegründet, wo täglich durch ebenfalls geflüchtete Lehrkräfte Unterricht abgehalten wird. Dabei lernen die Grundschüler neben den ukrainischen Schulinhalten auch bereits Deutsch. Neben den Grundschülern gibt es auch eine Kindergartengruppe. Beginnen wir die Nachrichtenwoche mit einer guten Tat. Ukrainische Grundschüler und Kita-Kinder in Annaberg-Buchholz erfuhren vergangenen Donnerstag eine schöne Überraschung. Jugendliche der Glaubensgemeinschaft Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage unter Pastor Roberto Schmidt brachten selbstgenähte, fröhlich bunte Kinderkissen sowie kleine Naschereien vorbei. Freude und ausgelassene Stimmung erfüllte sofort den Raum. Die süßen Leckereien wurden von der Annaberger Backwaren GmbH gesponsert. Der Kakao kam von der Kirchgemeinde. Das ehemalige Rathaus von Meinersdorf kann umgebaut und saniert werden. Es soll künftig als Bürger- und Verwaltungszentrum für die Gemeinden Auerbach, Burkhardsdorf und Gornsdorf dienen, die eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet haben. Einen Förderbescheid über rund 420.000 Euro hat Staatsminister Thomas Schmidt am 9. April an den Bürgermeister von Burkhardsdorf, Jörg Spiller, übergeben. Im ehemaligen Rathaus sollen die Heizung, die Wasser- und Abwasseranlage, das Dach, die Fenster sowie die Fassade saniert werden. Neben Räumen für die Verwaltung soll in dem früheren Rathaus ein gemeinsamer Trausaal entstehen, sowie Räume für das Archiv und zur Nutzung durch Vereine und Gewerbe. Unscheinbar und dennoch wichtig, diese Geh- und Radwegbrücke über den Pöhlbach in Königswalde. In Holzbauweise errichtet, ist sie für die infrastrukturelle innerörtliche Vernetzung von großer Bedeutung. Die Brücke sorgt dafür, dass vor allem Schulkinder von einer Hauptstraße zügig auf eine verkehrsärmere Straße kommen. Aufgrund von größeren Schäden an der Holzkonstruktion musste das Bauwerk bereits notdürftig instand gesetzt werden. Um die Brücke zu erhalten, ist zeitnah ein Ersatzumbau erforderlich. Für diesen hat Landrat Frank Vogel der Gemeinde Königswalde einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 165.000 Euro erteilt. Der Überbau muss vollständig ersetzt werden. Dafür sollen kein Holz, sondern zwei stählerne Fachwerkträger zum Einsatz kommen. Zwischen den Trägern wird eine orthotrope Platte aus Deckblech eingebaut. Als Brückenbelag wird Gussasphalt gewählt. Zur Auflagerung der neuen Brücke über den Pöhlbach in Königswalde wird das alte Widerlager neu hergestellt. Bei dieser Ausführung ist eine hohe Lebensdauer zu erwarten. Für die Sanierung einer historischen Steinbrücke über die Zwickauer Mulde in Bad Schlema hat Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid mit einer Zuwendung in Höhe von fast 400.000 Euro erteilt. Zielstellung des Vorhabens ist, die Brücke zu sanieren und als Radweg im Zuge des Mulde-Radweges nutzbar zu machen. Die Fahrbahn des Radweges rechts und links der Brücke wird an die Fahrbahn der Brücke angebunden. Ebenso werden aufgrund der Nutzung als Radweg neue Geländer auf der Brücke angeordnet. Das Vorhaben wurde am 1. März begonnen und wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2022 abgeschlossen.
Ein Blick zurück. Am 8.8.2008 feierte das Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz die Eröffnung des Begegnungszentrums zur Spitze. Der Dienstleistungskomplex im Barbara-Uthmann-Ring 153, den die Wohnungsbaugenossenschaft Erzgebirge erworben hatte, war damals umfassend saniert worden. Das Objekt bietet bis heute Platz für verschiedenste Fachläden. Die WPA übernahm als Betreiber einen Teilkomplex und integrierte einen Treffpunkt für Leute aus der näheren Umgebung. Ausgestattet mit einem Bar- und Tresenbereich sowie Tischen und Stühlen mit Platz für 60 Gäste empfing die Spitze bis zu 2000 Veranstaltungsteilnehmer pro Jahr. Mit Blick auf die gastronomische Branche und deren Schwierigkeiten durch die Pandemie und den anhaltenden Fachkräftemangel entschied sich das WPA, die Betreibung des Begegnungszentrums zur Spitze einzustellen. Nur schweren Herzens gab das WPA die Schlüssel nach mehr als 13 Jahren Ende März zurück an die Wohnungsbaugenossenschaft Erzgebirge. Auch zukünftig soll es hier von Ehrenamtlern gestützte Veranstaltungen weitergeben. Der Raum kann ebenso wieder für Veranstaltungen gemietet werden. Die Organisation dessen wird die Wohnungsbaugenossenschaft übernehmen. Auswirkungen von Borkenkäfer und Sturm sorgen im Erzgebirge für eine langfristige Straßensperrung. Seit Anfang April ist die Staatsstraße 261 zwischen dem Ortsausgang Thermalbad Wiesenbad und dem Abzweig nach Neuendorf für den Durchgangsverkehr vollgesperrt. Und das wird bis voraussichtlich Mitte Juli 2022 so bleiben. Grund hierfür sind Arbeiten des Sachsenforstes zur Beseitigung von Schäden am Baumbestand, die durch Borkenkäferbefall bzw. Sturm entstanden waren. Die zum Einsatz kommende Technik ist in der Dimension so umfangreich, dass die S261 im genannten Abschnitt dafür genutzt werden muss. Eine Umleitung ist ab Thermalbad Wiesenbad über die B101 und die S222, Ortsumfahrung Falkenbach bis Neuendorf, beziehungsweise entsprechend in Gegenrichtung ausgewiesen. Informationen zum ÖPNV sind den Aushängen an den Haltestellen oder der Homepage der RVE unter rve.de zu entnehmen. Im April sollen die Fahrbahn und die Bankette der S225 von Marienberg bis zur B101 in zwei Bauabschnitten ertüchtigt werden. Zunächst erfolgen die Arbeiten voraussichtlich bis 14. April im Bereich von Marienberg, Höhe Lauterbacher Straße 2, bis in den Ortsteil Lauterbach. Anschließend wird im Zeitraum vom 19. bis voraussichtlich 22. April von der Fala GmbH bis zum Kalkwerk an der B101 gearbeitet. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben, die B174 von Marienberg bis zur B101 bei Heinzebank zu erneuern. Die S225 sollen während der Bauzeit als Umleitungsstrecke dienen. Eine bereits für Dezember geplante Ausstellung der Kitas der Stolberger Lebenshilfe konnte jetzt im Kulturbahnhof Stolberg eröffnet werden. Die Ausstellung soll Plattform sein, um den wöchentlich stattfindenden Spielzeugmacht-Ferientag der Papilio-Kitas nach außen sichtbar zu machen. Indem interessierten Menschen jeden Alters gemeinschaftlich Hergestelltes präsentiert wird, erfahren die kreativen Kinder öffentlich Wertschätzung. Bis voraussichtlich 13. Mai ist die Ausstellung im Kulturbahnhof Stolberg jeweils dienstags und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Aus dem Erzgebirgsalmanach. Am 10. April 2002 wurde am Helios-Klinikum in Aue wieder ein Grundstein gelegt. Das war vor 20 Jahren der symbolische Beginn für den Neubau einer Psychiatrie am Hauptstandort des Krankenhauses in Aue.
Der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken werden 2022 mit den Sternen des Sports erneut den freiwilligen Einsatz von Sportvereinen für das Gemeinwohl fördern und belohnen. Die Volksbank Chemnitz ruft Vereine aus der Region Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge dazu auf, sich mit ihren vielfältigen Maßnahmen und gesellschaftlichen Projekten zu bewerben. Die Teilnahme erfolgt dabei über einen digitalen Bewerbungsprozess. Das entsprechende Online-Formular finden Sportvereine ab sofort auf der Webseite www.volksbankchemnitz.de/Sterne des Sports oder unter www.sternedessports.de. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2022. Mitmachen können alle Sportvereine der Region Chemnitz-Zwickau-Erzgebirge, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind. Die Schönheider Wölfe sind Meister 2022 der Eishockey-Regionalliga Ost. In Berlin gewann das Team von Coach Sven Schröder in der Eissporthalle Charlottenburg gegen Fast Berlin nach spannenden, teils dramatischen 60 Minuten mit 3:2. Mit dem Auswärtssieg vor über 400 Zuschauern, darunter gut 60 mitgereiste Wölfe-Fans, krönten die Schönheider Eishockey-Cracks eine schwierige, aber auch sportlich erneut herausragende Saison mit dem dritten Titelgewinn in Folge. Für Osterferienangebote des Kulturbetriebs des Erzgebirgskreises an Gründonnerstag sind Voranmeldungen erforderlich. So für die Abenteuerwanderung für Kinder und Familien unter dem Motto »Dem Osterdieb auf der Spur« in Schwarzenberg. Ebenfalls am Gründonnerstag findet im Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau die Osterhasen-Olympiade mit Manni Mümmel statt. Die Einrichtung Zeiss Planetarium und Sternwarte in Schneeberg lädt am Donnerstag vor Ostern zur rasanten Weltraumreise ein. Der gutmütige, hundeartige Captain Schnuppe besucht mit seinem hyperintelligenten Raumschiff Argo die Planeten unseres Sonnensystems. Geeignet ist das Programm für Kinder im Grund- und Vorschulalter. Diese Woche ist ja eine verkürzte Arbeitswoche. Mit Karfreitag als Feiertag beginnt das Osterfest. Wir werden im Vorfeld noch den ein oder anderen Veranstaltungstipp für Sie auf Lager haben. Darüber hinaus geben wir gern Anregungen für einen Osterspaziergang. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour zum Bietenkopfblick in Bad Schlema? Platz nehmen kann der Wanderer auf dem Hammerberg in Bad Schlema. Von hier bietet sich ein wunderschöner Blick auf Bad Schlema mit dem Kurpark und Schneeberg mit der St. Wolfgangskirche. Der Aussichtspunkt hat auch einen Namen: Bietenkopfblick. Mit der Namensgebung Bietenkopfblick wird das Engagement des Ehepaares Ingrid und Kurt Bietenkopf, dem ehemaligen Ministerpräsidenten in Sachsen, bei der Wiederbelebung des Heilbades Schlema gewürdigt. Das ist auch auf einem Gedenkstein zu lesen. Bei der Renaturierung der Bergbaugebiete in Schlema mussten anfangs hohe bürokratische Hürden genommen werden. Kurt und Ingrid Bietenkopf setzten sich persönlich für eine schnelle Umsetzung der Vorhaben ein. Ein Zeitfenster zeigt als Schautafel, welche Ansicht der Ausflügler im Jahre 1935 vom Hammerberg aus auf das Radiumbad Oberschlema hatte. Raus in die Natur. Das ist ein Tipp für die bevorstehenden Osterfeiertage. Wir wollen das gleich nochmal bekräftigen mit einem illustrierten Gedicht, passend zur Jahreszeit. Und es ist mal nicht der Osterspaziergang aus Goethes Faust. Sie wissen schon, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlingsholden belebenden Blick. Eduard Mörike, er ist's. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte,
Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's, dich hab ich vernommen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vor Ostern gibt es bei uns ein weiteres Frühlingsgedicht. Für heute war es das aber erstmal mit der Bergzeit. Es ist Schicht im Schacht. So hat übrigens auch die Morgenpost am Sonntag in Anspielung auf die 0:3 Heimniederlage des FC Erzgebirge Aue in der zweiten Bundesliga gegen Hannover ihren Sportteil begonnen. Aue geht in die Knie, Schicht im Schacht, war als große Überschrift zu lesen. Der Abstieg ist kaum noch zu verhindern. Aber Moment mal, Schicht im Schacht? Wie der Bergmann weiß, geht es dabei doch nach oben, wenn Schicht im Schacht ist. Das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und Glück auf, bis morgen. Dann mit Thomas Meinl für Sie zur Stelle. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.